Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Aus 20.000 Kilometer amerikanisches Allerlei. Ein Motor wird eingebaut. Wie immer man über das laufende Band denken mag, das Wachsen der Autos darauf zu verfolgen, ist ein fesselndes Erlebnis, das vom ersten Handgriff bis zum fertigen Wagen genau 50 Minuten dauert. Eine riesige Halle. Darin laufen parallel zueinander 5 breite Bänder von 350 Meter Länge. Ein Kran legt an einem Ende das Fahrgestell mit Federung und Radnaben auf. Kaum sitzt es, bringt eine laufende Kette den noch rohen Motorblock heran und lässt ihn in seine Lager gleiten. Nun fallen Menschenhände über diese 2 Teile her und schrauben sie fest. In den nächsten Arbeitsstationen werden die Ölpumpe, der Vergaser, die Lichtmaschine, der Kühler, das Steuer, die Verbindungen vom Motor zum Schaltbrett und die vielen elektrischen Leitungen angebracht. Schon gewinnt der Motor ein würdiges Aussehen. Jetzt gelangt der im Entstehen begriffene Wagen vor einen Mann, der mit einer Sprühmaschine das ganze Fahrgestell schwarz färbt, wobei er geschickt den Motor verschont. Gleich nachher verschwindet das Auto in einem Tunnel, der ins erste Stockwerk führt. Es gleitet durch einen Heißluftraum und kommt wenige Augenblicke später trocken und glänzend wieder heraus.